Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ja, wir haben heute eigentlich nur ein Thema. Also, wenn es mir dann nicht wieder gelingt, das Video irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen, indem mir noch was weiß ich, was alles einfällt. Was ist denn hier los? Aha. Gut. Seit, ich glaube, Dezember habe ich es mal angedroht, eine WhatsApp-Liste zu machen. Ich hatte jetzt, ich glaube, am Wochenende, hatte ich jetzt dadurch, dass ich dieses Video hier aufnehmen wollte und ich mich natürlich wieder so fürchterlich verquatscht habe und aus der WhatsApp-Gruppe eine WhatsApp-Liste gemacht habe, warum auch immer. Also es gab mal Mailinglisten, aber WhatsApp-Listen eher nicht. Und noch irgendwelchen anderen Unsinn erzählt habe, habe ich dann einen Beitrag gemacht. Das ist vielleicht sogar noch besser gewesen, weil es einfach mehr, naja, hier jetzt das Video zu gucken, das machen wahrscheinlich doch nicht so viele. Wobei das, ja, unterm Strich, also wenn man jetzt ein Video macht wie dieses, was jetzt nicht jeden interessiert und wo nur ein paar reingucken, eigentlich für den Kanal auch schädlich ist, weil man dann wieder so ein bisschen runtergestuft wird. Aber mein Gott, das Navi-Projekt, das ist egal. Ja. Wenn mir so ist, dann rede ich halt in die Kamera und wenn nicht, dann nicht. Aber zurück zum Thema. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt seit der Woche eine WhatsApp-Liste. Es gibt einen Link unter dem Beitrag, den ich gemacht habe. Und ja, was ich euch eben hier auch mitteilen möchte, ich habe es glaube ich auch geschrieben, dieser Link wird auch wieder verschwinden. Also ich wäre, wenn das geht, also wenn ich den Text noch editieren kann, ich gehe mal davon aus, dass das so ist, ich habe es noch nicht versucht, wird der Link wieder verschwinden. Das hat einfach folgenden Grund, dass ich befürchte, dass irgendwelche Leute, die für allen möglichen Schwachsinn Werbung machen, dann irgendwie diesen Link missverstehen und der Meinung sind, sie müssen dann so in die WhatsApp-Gruppe ploppen und da jetzt irgendeinen Werbeunsinn veranstalten. Also ich kenne das von Facebook, es gibt bei Facebook ein paar, sagen wir mal, sehr ungepflegte Gruppen. Da hat Facebook irgendwann mal einfach mal irgendwelche Einstellungen geändert, dass man jetzt auch, wenn man nicht in der Gruppe ist, da was reinschreiben kann. Ganz tolle Idee, also wahrscheinlich war es auf Absicht, ne? Weil dann natürlich Hinz und Kunz dort irgendwelchen Werbescheiß reinpacken kann. Und das passiert bis hin irgendwelcher Porno-Werbung. Wenn es irgendwie gut aussieht, dann nicht dagegen, aber was da so zu sehen ist, ist dann meistens eher etwas abstoßend. Und das möchte ich halt in der WhatsApp-Gruppe nicht haben. Deshalb, wer in Zukunft dieses Video sieht, es verpasst hat, auf den Einladungslink zu klicken, der muss irgendwo, müssen wir irgendwie sehen, dass wir da zusammenkommen, also unter irgendwie hier zum Beispiel unter das Video kommentieren. Oder unter irgendeinem anderen Video, ich möchte gerne in die WhatsApp-Gruppe. Dann müssen wir irgendwie mal sehen, wie wir da zueinander kommen. Ja. Auf jeden Fall möchte ich nicht, dass da, was weiß ich, es sollen wirklich nur Modellbahninteressierte und Abonnenten meines Kanals möglichst. Also, ja, aber halt Leute, die mit Bahn und Modellbahn was zu tun haben und dass wir da bei diesen Themen bleiben. Ja, ansonsten, also ich bin positiv überrascht, was so, also ich habe den Link reingestellt und innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt drin sind, aber viel mehr als ich gedacht habe. Also da bin ich wirklich positiv überrascht. Und ja, es haben sich auch einige vorgestellt, also wer es noch nicht gemacht hat,
wenn man neu in seine Gruppe kommt, dann macht es sich natürlich gut, wenn man sich mal vorstellt, wer man ist und was man so macht. Also so Bahn- oder Modellbahnmäßig. Ne? Also das wäre schon eine schöne Sache. Und ja, und dann halt viel Spaß. Also ich sehe es auch jetzt nicht so. Ich wäre natürlich dann auch immer mal also ich mache ja einen Videokanal, ne? Also YouTube-Kanal. Also da kommt, wenn es gut geht, in der Woche ein Video und da äußere ich mich zu irgendwas. Und ja, ich habe dann jetzt nicht den Ehrgeiz, dann, was weiß ich, täglich da in der Gruppe jetzt da so hyperaktiv da irgendwas hineinzupacken. Ich sehe das als Plattform für euch, ne, dass ihr euch, das ist eben das, was bei YouTube mir im Vergleich zu einer Facebook-Gruppe oder zu Discord oder was auch immer, was mir bei YouTube fehlt, ist sozusagen der, also ich mache ein Video, ihr kommentiert, ne, das ist immer so hin und her, manchmal gibt es daraus eine kleine Diskussion, das muss ein bisschen hin und her, dann gibt es noch einen Kommentar und noch einen. Aber was empfiehlt, so sind so die Sachen untereinander. Ne? Und das ist eben jetzt in der WhatsApp-Gruppe leichter. Ne? Irgendwer hat irgendwas Schönes gebaut, irgendwas gemacht, hat irgendein schönes Bild. Und das packt er da halt rein und dann redet man drüber. Ne? Also so in dieser Art stelle ich mir das vor, so funktionieren auch andere Modellbahn WhatsApp-Gruppen. Ich habe es ja nicht erfunden. Ne? Das gibt es ja alles schon. Ja, die ist halt bloß mit meinem Kanal verbunden. Ne? Was ich nicht möchte, das ist das, was mich bei Facebook, also ich möchte nicht darauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Facebook, weil es da, sagen wir mal, eine ziemlich stabile Modellbahn-Community gibt. Aber was mich dort fürchterlich nervt, ist dieser ganze Politikkram. Also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich neige auch dazu, wenn dann irgendeiner meiner Modellbahnfreunde dann irgendwas teilt oder was auch immer und ich da jetzt Diskussionsbedarf sehe, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, schreibe ich auch mal was drunter. Ja, und dann schreibe ich auch mal was drunter, was dem, was er da gemacht hat, nicht so ganz, was dem widerspricht. Da macht man sich natürlich jetzt nicht nur Freunde damit, sondern also es gab auch schon in diversen, also unter diversen Beiträgen, sagen wir mal, sehr unfreundliche Geschichten. Dafür ist Facebook ja auch bekannt. Ich wurde auch neulich wieder bedroht. Also war jemand der Meinung, er müsse mir Gewalt androhen. Ja, wenn die Argumente ausgehen, ne? Also oder wenn man einfach nicht, wenn einfach der Hirnschmalz fehlt, dann reagiert man halt so. Ne? Also es ist halt primitivste, unterste Kategorie. So, das möchte ich nicht, ausdrücklich nicht. Also wenn ich es erlebe, gibt es irgendwie eine Ermahnung und wenn das nicht unterbleibt, dann wird auch mal jemand vor die Tür gesetzt. Ich bin allerdings da so im Gegensatz zu meinen Erfahrungen, die ich zumindest in einer WhatsApp-Gruppe gemacht habe, sehe ich es nicht so, dass dann derjenige unbedingt draußen bleiben muss, weil ich denke, dass irgendwann kühlt er sich wieder ab und dann darf er auf Bewährung wieder rein, wenn er fragt. Also ich bin da niemand böse und ja, manchmal geht es halt mit ihm durch. Ich kenne das auch von mir. Und ja, das muss man vielleicht jetzt nicht so eng sehen. Ja. Aber das kann natürlich sein. Ich habe natürlich auch den Gerd, den ich auch von Facebook kenne, der hat wohnortbedingt 6 Stunden Vorsprung. Das heißt, wenn ich nachts schlafe, ist er wach. Und umgekehrt, also wir sind dadurch in der Lage, die Gruppe doch, sagen wir mal, flächendeckend dann zu überwachen. Und, ja. Aber
wie gesagt, dass ich rechne jetzt nicht damit, dass da großartig meinen Kanal haben noch freundliche Leute abonniert, davon gehe ich aus. Ja, das wäre im Prinzip jetzt alles zu der WhatsApp-Gruppe. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn sich der eine oder andere noch einfindet, der also bei Discord ja, der Vorteil von Discord ist, also wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich bei WhatsApp jetzt auch noch nicht so, weil ich weiß gerade, das ist meine allererste WhatsApp-Gruppe, wo ich Admin bin. Also ich muss dann auch, also wenn ich jemanden wirklich mal jemanden rausschmeiße, muss ich mir mal suchen, wie das geht. Ja, aber das ist kein Problem. Ja, Discord hat ein bisschen ein paar Vorteile, weil ich habe bei Discord habe ich quasi den Audio- und Videochat, also vergleichbar mit Skype. Ich kann im Prinzip dort auch, also ich kann streamen bei Discord. Also ich könnte jetzt quasi meinen Bildschirm teilen und da irgendwas erklären oder so. Also das bei WhatsApp meines Wissens nicht gehen. Also da gibt es dann sozusagen den einen oder anderen Vorteil, den wir noch haben. Also es kann durchaus passieren, dass wenn irgendwer eine komplizierte Frage hat und ich dann hier irgendwas Bildschirm teilen oder so, dann müssen wir es halt bei Discord treffen. Das ist dann alles nicht. Aber den Fall hat man auch schon, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ja, naja, was ist ansonsten noch? Ich habe, nächste Woche habe ich das Video der Ausstellung von Borna und dann gibt es noch ein Mittwochsvideo, weil ich, da gab es ein kleines Problemchen bei der Ausstellung Borna, was da noch einer Erklärung bedarf und das habe ich dann in dem folgenden Mittwochsvideo noch eingebaut. Da will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, das ist dann alles, wird dann alles erklärt. Also das meiste zumindest. Ja, dann ist ja meine Videoreihe vom letzten Fremontreffen in 30 Gramm Muckern. Das sind nun 8 Teile geworden. Die habe ich so ein bisschen, dass sie nicht so alle hintereinander sind, dass ein bisschen Abwechslung herrscht. Kommt eben Borna dazwischen, dann kommen noch Ausstellungen in Leipzig dazwischen. Und dann muss ich mal sehen, ich habe jetzt auch mal wieder ein Bastelvideo aufgenommen, wo ich allerdings noch gar nicht weiß, wie ich es benennen werde, weil ich habe ja immer so Projekt Steinbruch, Projekt Postendorf, Projekt Hirschberg. Ich will jetzt nicht noch ein Projekt anfangen, zumal es auch jetzt nicht unbedingt meine Module sind, an denen ich da gearbeitet habe. Also es ging mal wieder ums Begrasen. Und nebenbei habe ich auch dem Kollegen auf die Finger geschaut, wie er da Gleise verlegt. Also im Prinzip war es eine Weiche. Und also hier so eine 3D-Druckweiche. Ne? Und das hatten wir, im Prinzip hatten wir es schon bei Projekt Possendorf, aber ich glaube nicht, dass wir es so schön gezeigt hatten. Das wäre ich da, ich weiß nicht, ob ich es. Ob es dann danach kommt, das kann auch passieren, dass es dann erst im März ist. Weil ich habe jetzt also relativ viele Videos in Vorbereitung. Und also die quasi schon hochgeladen sind. Ja. Und ja, das ist. Da muss ich mal sehen, ob ich das noch irgendwo zwischen die 30 Gramm Muckern Videos bekomme. Naja, und dann ist jetzt, sind jetzt einige Geschichten, die ich noch geplant habe,
Da ist jetzt die Frage, ob das alles so wird, wie ich mir das denke. Am Wochenende ist Messe in Chemnitz. Da werde ich mal versuchen vorbeizuschauen und ein paar Aufnahmen zu machen, dass ihr da auch was davon seht. Da weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was mich da erwartet, aber ich lasse mich überraschen. Messe findet sich sicher irgendwas Interessantes, findet sich immer. Dann ist ein Fremo-Treffen in... Achso, dann ist erstmal... Nee. Dann ist noch ein Treffen, das ist diesmal kein Fremo-Treffen, sondern das ist ein privates Treffen. Epoche 1. Und zwar nicht einfach irgendwie Epoche 1, sondern die Kollegen haben sich auf zwei Punkte geeinigt, die alle beide, eine etwas modellbahnerische Sportlichkeit verlangen, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken wollen. Weil das eine ist, das dargestellte Jahr soll 1906 sein. So, und wer jetzt sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Fahrzeugangebot, das Großserienfahrzeugangebot für so eine Zeitebene sehr, sehr bescheiden ist. Ne? Also da, was weiß ich hier, T3 oder so. Und also das ist, da gibt es nicht sehr viel. Weshalb dort vor allem was die Wagen betrifft, sehr, sehr viel herumfahren wird, was als 3D-Drucker kommt. Also die Kollegen, ich bin da nicht beteiligt, aber die Kollegen, was ich jetzt so in einer anderen WhatsApp-Liste sehe, da ist man sehr, sehr intensiv am Bauen. Und vor allem, was jetzt hier so, was jetzt sächsische, soll sächsisch und preußisch werden. Und da werden vor allem sächsische Güterwagen im Moment in großer Stückzahl gebaut. Und da lassen wir uns überraschen. Und das Zweite, wo ich sage, modellbahnerische Sportlichkeit, die möchten gerne mit Originalkupplung fahren. Also natürlich in Hannover nicht hier zum, nicht Schraubenkupplung, sondern aber mit Einhängen, mit Pinzette oder was auch immer von Werkzeug. Ja, da habe ich, also ich kenne das von den Hannover-Pur-Leuten oder Fremo 87, wie es heißt. Da durfte ich nicht kuppeln damals, aber schon viele Jahre her. Und in meinem Magdeburg-Video hatte ich es ja auch mal kurz, dann, wo ich bei Fremo 87 dort gefilmt habe. Da hat ja auch jemand gekuppelt und der dann allerdings vor der Kamera so seine Probleme hatte. Das ist so, wenn man da gefilmt wird, kann das schon mal sein, dass wenn man es 100-mal hinkriegt, dann kriegt man es halt nicht hin, wenn die Kamera läuft. Das ist so eine Geschichte, die die ist halt auf Video gebannt jetzt. Ne? Aber es ist halt so, wie es ist. Mal sehen, ich bin gespannt, wie ich mich da selber anstellen werde. Ich wäre ja als Betriebsstellenbesitzer dort dann auch mehrfach die Gelegenheit haben, dort zu kuppeln. Und ja, ich habe ja schon irgendein Kuppelwerkzeug bestellt. Ich will dann aber so ein bisschen zweckleisig fahren. Ich muss mal noch, es gibt da so spezielle Pinzetten, die also die gebogen sind, aber nicht so wie jetzt die normalen Pinzetten, sondern ich weiß nicht, wie sich das nennt. Also da gibt es, die sind quasi in eine andere Richtung gebogen. Und das werde ich mir auch noch, da werde ich mir auch noch ein, zwei holen. Mal sehen, was sie kosten. Und ja, dass ich da quasi ausreichend Werkzeug habe. Jetzt gucke ich mal ein bisschen zur Seite hier, das, ich muss ein bisschen auf die Ampel achten. Ja, das wird, also das wird eine interessante Geschichte. Gibt es natürlich auch dann mindestens ein Video dann. Ja, dann gibt es ein Fremo-Treffen in Pockau-Lengefeld. Da muss ich erstmal auf der Karte suchen, wo das überhaupt liegt. Da trifft sich wieder TT,
da habe ich im, glaub im vergangenen Jahr war ich dort, habe aber dummerweise war ich am falschen Tag da. Da habe ich mit den Kollegen mit aufgebaut und hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir so schnell aufbauen. Das war, weil das war jetzt nicht so groß, also so räumlich, ne? Dachte ich, naja, das haben wir schnell aufgebaut und dann fahren ja ein paar Züge und dann kannst du ein bisschen was filmen. Aber es fuhr kein Zug. Und ich habe da zwar Aufnahmen gemacht, aber ich habe sie nicht zusammengeschnitten. Und deshalb hat es auch das Video nicht gegeben. Denke ich zumindest, dass ich das nicht veröffentlicht habe. Und ja, das will ich diesmal nachholen. Zumal es dort die TT-Version von Possendorf gibt. Und ja, das ist, gibt's dann, das ist also viel weiter als ich. Da ist also ein Bahnhofsgebäude da und die ganze Beschilderung, die im Bahnhof ist, die ich auch noch nicht habe. Ja, und naja, gut. Also, man ist natürlich mit den Aufbahnen nicht fertig geworden, ist deshalb kein Zug gefahren, weil ich bin natürlich das von Hannover gewöhnt. Aber du hast natürlich in TT, auch wenn der Rahmen klein ist, du hast ja, die Module sind ja kleiner, ne? Also du hast dann trotzdem viel mehr zum Aufbauen, als du jetzt das räumlich von Hannover gewöhnt bist. Ja. Ja. Das wäre eigentlich jetzt sozusagen der Monat Februar, so März, weiß ich jetzt noch nicht. Also eigentlich geht es dann erst im Mai weiter. Da ist ein Fremo-Treffen in Bordewijk. Ja, wenn da irgendwer vorbeikommen möchte, der dort in der Gegend wohnt, bitte bei Zeiten bei mir anmelden. Ja, der eine Gast, den ich beinahe gehabt hätte, hat leider dann doch einen anderen Termin reingekriegt und deshalb ist das nichts geworden. Das ist leider sehr schade. Ja. Naja. So, erstmal die Planung für die nächste Zeit. Sind wir schon wieder bei 22 Minuten? Geschwafel. Gut, also zusammenfassend, wer Lust hat, diese Woche noch, also kann diese Woche noch auf den Link klicken und in die WhatsApp-Gruppe kommen. Komm in die Gruppe, gibt es immer die Werbung, da geht es ja um unseriöse Dinge. Ja, das, wer ansonsten noch Lust hat, es gibt dann immer noch einen Discord, also da könnt ihr auch reingucken. Da muss ich sagen, ist aber jetzt deutlich weniger los, ne? Wobei sich die WhatsApp-Gruppe ja auch erstmal entwickeln muss. Also so die ersten Tage war relativ viel los. Ja, also wer jetzt, es gibt ja dann immer so die Geschichte, ja, das ist mir immer zu viel, das sind so viele Nachrichten und ach. Und also man kann die Dinger auch stumm stellen, ne? Also das dann, bei mir geht das auch so, wenn ich jetzt irgendwo in der Dienstberatung sitze, und in irgendeiner WhatsApp-Gruppe ist dann so das rege Treiben, weil da irgendwer zu Hause sitzt oder mehrere zu Hause sitzen und viel Zeit haben. Und oder was auch immer so, das ist dann so, dass so 10 Leute nacheinander Guten Morgen sagen. Ne? Das gibt dann 10-mal Bing auf dem Handy und auch das macht sich in der Dienstberatung am Vormittag auch nicht so gut. Also man kann die Dinge auch stumm stellen. Man kann die auch dauerhaft stumm stellen und guckt dann eben rein, wenn man Zeit hat und reingucken will. Ne? Also lässt sich da nicht von dem Handy der Tagesablauf bestimmen, sondern sagt dem Handy, wo es lang geht. Ne? Ja, gut. Also ich ziehe es mal nicht unendlich in der Länge. Also ihr wisst, abonnieren, wer noch nicht hat. Das, glaube ich, glaube, das Video hier gucken sowieso nur Abonnenten und da auch bloß die ganz Eisernen, ne, die da
wirklich da mit Herz und Seele dabei sind, ansonsten tut man sich so ein Quassel-Video, glaube ich, nicht an. Ja, Likes, das Übliche. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich muss mal gucken, ob ich das wirklich jetzt Mittwoch noch, also vor Mittwoch noch hochbekomme, das Video. Auf den Kanal, das ja, manchmal ist der Bars ein bisschen lange und dann habe ich abends zu tun und dann wird es nichts mehr und ach und lassen wir es überraschen. Ja, ansonsten wird es ein Donnerstagsvideo. Ne? In dem Sinne, schönen Abend, macht was da ist.